축제 얘기. 호스텔에서 이런 그 무슨 축제가 있냐. 뭐 그런 걸 이제 물어볼 거고. 문화는 예뻐요. 맞아요. 딱 이렇게 한국은 그게. 아, 그걸 설명을 잘했네. Und wir haben auch Unternehmen wie Dorstener Drahtwerke beispielsweise, die Spezialdrähte und Spezialdrahtgeflechte herstellen für wirklich unterschiedlichste Unternehmen und auch ein Unternehmen, was international tätig ist, also einen Sitz in den USA hat, einen Sitz in, im asiatischen Bereich hat, einen Sitz im Bereich von Großbritannien und von Frankreich hat. Draht. Also Sie kennen vielleicht den Wire. Die können Wire mesh. Ja, special wire. It's maybe you know the car Audi. Audi is a car, and in front of the car there are three rings. Four rings. And there's a net. Net. These are special wire nets for cleaning. Cable. Yes, cable. Yes. It's not only a wire for. This Asien und yeah. Amerika. Yes. Überall geliebt. Ja. CEO. 그 뭐 유럽 업체의 400명이라는 그. 여기 시민들, 사무봉사들이 그러니까 소방관, 월급 받지 않고 자기들이 의용 소방대, 의용 요리로 말하면 의용 소방대. 최근에 소방대는 제일 많이 펼쳐지고 있어요. 오케이. Und wir haben in unserer Stadt, und das ist eine Besonderheit, sehr gute internationale Beziehungen. Wir haben 8 Partnerstädte. Ah, ja. Da haben wir uns schon so ausgetauscht. Ja, ja, ja. Waren dieser Partnerstädte kann man dort auch sehen. Unter anderem 2 in Frankreich, einmal Israel, einmal England, einmal Nordirland, Nicaragua, in Sachsen, das ist Ostdeutschland. Ja, damit wir so ein paar. Und in Polen. Holland oder so. Ja, und wir freuen uns immer, wenn wir Gäste aus der Welt in Dorsten zu Besuch haben und deswegen herzlich willkommen. Weil, das ist ja Grund genommen, also Herr Pang hat ja uns empfohlen. Letztes Jahr, nur ganz kurz. Dorsten, diese erste Empfehlung war also so wunderschön gewesen und das hat er letztes Jahr, Herr Koch hat ja geführt, deswegen, Herr Kang hat uns empfohlen, empfohlen, dass das hier besuchen darf. Besonders, ich weiß nicht, ob die Insam kennen, ne? Überhaupt. Und also, gerne alles mit ihnen. Ja. Zeigen. Okay. Ich erlaube jetzt noch einmal die beiden Personen vorzustellen. Ja, okay. Carsten Hartmann ist mein Büroleiter und mein Referent. Ja. Und Anke Borg ist bei uns für die internationalen Beziehungen zuständig. Sie kümmert sich im Prinzip um die Partnerstädte, sie kümmert sich auch um die Jugendförderung. Okay. Guck dir, du. Guck dir, du dann okay. Herzlich willkommen. Okay. Yeah. 안녕하십니까. 저는 충남 금산 본지 박범민입니다. 금산 박범민 고맙습니다. 처음으로 오늘 로스텐에 왔는데 첫 인상이 굉장히 아름답고 쾌적합니다. Es ist natürlich das erste Mal Besuch Deutschland und Dorsten. War wunderschön. Der Park gerade so grün, ne? Also so lindgrün, wunderschön. Also sehr sauber und er hat Gefühl, also es ist irgendwie schönes, also Erinnerung so halten können. Diese erste Impression war sehr gut, sagte er. 한국에서 우리 토비아스 쇼토커프 시장님이 굉장히 잘생기고 인기가 좋고 일을 잘하는 시장님이라고 제가 말씀을 드렸는데
실제로 와서 보니까 생각했던 것보다 훨씬 멋지고 에너제틱하고 아주 아주 인상이 좋습니다. Wie gesagt, also wir haben ja schon im Internet durchgesucht ihr Profil. Groß und sehr hübsch. Und wenn man 12 Jahre regiert, ist schon was, ne? Und das hat er schon alles studiert über ihn. Gefreut, ja. 특히 아들 키가 굉장히 크신데 우리 아들이 키가 2m 3cm예요. 그래서 이렇게 그래서 그런지 더 멋있다고 하시고. Und sein Sohn ist 2 Meter groß. Das ist ungewöhnlich, ne? Ja. Aber bei großen Leuten liegt er. Ja. 첫 번째 질문 하나 드릴게요. Fragt er an, erste Frage. 이 도스턴 시민들이 미국 슈토커프 시장님의 어떤 매력이 좋아서 시장으로 지금 세 번씩이나 뽑아주신 거죠? 뽑아주셨다고 생각하십니까? Wenn Sie 12 Jahre regieren, wie kommt das die Bevölkerung, Dosten Bevölkerung? Erste Reason, dass Sie mögen, was ist Ihr, also Putan oder? Also ich glaube, dass Menschen merken, wenn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für ihre Stadt, wir sagen ja immer, brennen, ja, ja, innerlich ein Feuer ist für ihre Stadt. Und ich bin hier selber geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne viele Menschen und ich glaube, dass das Vertrauen zwischen dem Bürgermeister und den Menschen auch das ganz Entscheidende ist. Ich glaube, der zweite wichtige Punkt ist, dass man für die Menschen ansprechbar ist. Ich bin sehr viel auf Terminen unterwegs, also sehr viel in der Stadt unterwegs. Und dann ist es wichtig, dass einen die Menschen ansprechen können mit den kleinen Problemen oder auch mit den großen Problemen. Okay. 조금 전에 얘기했듯이 여러 터민이 있는데 항상 이 시위를 위해서 그 시민들한테 직접 간다는 거죠. 대화하고 문제가 있으면 문제를 풀고 예, 그렇게 하는 게 자기 뭐 특기 특징이다. 우리 금산도 그 2000년의 역사를 가지고 있어요. 2000 Jahre alt diese Stadt. 그래서 잠시 지금 화면을 보여드릴 테지만 금산은 그 한국에서 가장 아름다운 산과 강을 가지고 있는 도시로 이렇게 알려져 있습니다. 금산시탑 ist in Korea also wunderschöne Stadt ist bekannt. Möchte gerne ganz kurz zeigen. Das ist die Berge, ne? Die rote ist ja gebergte Bäume. Ja. Wir haben ja sehr viele Laubbäume. Aber Sie kennen das ja, dieses Gebirge. Ne? In Deutschland, in den Alpen sind ja viel Steine und so. Ne? Ja. Aber in Korea, diese Kumsan-Stadt hat immer so viel Laubbäume. Ja, selber. Also so nicht nach oben gehen, immer Hügel, wunderschöne Hügel besitzen. Und da noch alles hier Wolke zwischen, das Ambiente ist ja wunderschön. Wie fühlen Sie denn, wenn Sie so sehen, diese Berge? Hat das irgendwie ganz anderen Bild, ne? Wie Alpen oder so, ja. Ganz anderen Bild. Also es erinnert ein wenig bei uns an die Mittelgebirge, zum Beispiel den Harz oder auch das Sauerland, wobei wahrscheinlich die Berge hier höher sind als bei uns. Bei uns haben die dann nur 600, 700, 800 Meter wahrscheinlich. Wie viel Meter? Die Nopi가 가장 높은 게 904 Meter고, 금전에서는 평균적으로는 400, 500 Meter인데요. 비슷해요. Also 400 bis 900.
Also es gibt es von der Art Berge 2000 Meter, ja. Ne? Aber nur diese Stadt hat also 900, maximal 900. Also mit den Laubbäumen, das sieht natürlich wunderschön aus. Ja. Da haben wir in der Regel aufgenommen, Hagi ist es nicht. Fluss, ne? Mhm. Rektor links und bildet so Stadt und diese Kümmgang heißt ja, das? Kümmgang ist 400 Kilometer. 400 Kilometer. Kilo. Also, wir Kümmsaner holen, wo waren 27 Kilometer? Ah, 27 Kilometer? Mhm. Stadt durch. 이게 그 금강 400km 구간 중에서 가장 아름다운 구간이 우리 금산. 아, 그 400 km, also Meter, aber das ist 27, ist für diese Stadt, fließt diese 금강. 네, 이거는 이제 그. Was ist 금산? 금산이 세계에 자랑하는 인삼, 인삼의 생산자, 인삼 가시미어서 금강이었어요. Es ist weltweit berühmt. Also die, von allen Seiten, 20. Jahrhundert, also so mehr Interesse, die Einländer haben, also kommen und besichtigen den Kümmsan. Das ist aber etwa Berge. Wie hoch ist das da, diese Zugwendigkeit? 아니, 그냥 땅이 아니죠? 그냥 작은 밭이라고 해요. 논이 아니고 방해하지 않는 산속에 있는 인삼 so groß gezogen? 긴색, 인삼 heißt das 긴색. 긴색 밭이 이제 인삼 밭은 인삼 이렇게 자라고 있어요. Das ist original Pflanze, ne? Diese rote ist der Samen. Und diese schwarzen Netze darüber, also ja, da gab es kein Licht. Und aber das Luft geht ja, ne? Ja. Luft und Wasser, wenn es regnet und Wasser geht auch durch. Ja. Aber das ist Spezialfolie oder Spezial irgendwie. Die Geschichte geht ja 1500 Jahre. Wichtigste ist diese Erde, ne? Also was man, wofür brauchen diese Wurzeln, Energie, Vitamine etc., die haben in Kümmsan hat diese Erde was Besonderes, die Ginseng produzieren kann. Für deine 아주 그 특이한 기후를 가지고 있어요. Besonderen Wetter. Also das muss ja ein Wetterzeit, also es muss alles Temperatur passen etc. 금산도 그다음에 일교차, 우주 외환, 일교차가 아침 최저 기온하고 낮 최고 기온의 일교차가 대한민국에서 가장 큰 지역의 하나예요. 그래서 영양소가 많은 인삼이 나옵니다. Das muss also morgens, mittags, also oder abends, das muss Temperatur muss ganz unterschiedlich sein. Und 금산 diese Stadt hat besondere also Temperatur. 그 다음에 그 이제 아주 뛰어난 재배 기술을 가지고 있죠. Die haben besondere Technik für Pflanze. Das 이제 그래서 이제 우리는 금산 금산 인삼을 하늘이 인간에게 내려준 최고의 건강 선물로 자랑을 하고 있습니다. Die natürlich, Ginseng hat etwas Besonderes, Immunsysteme verstärken kann. Das ist ja bewiesen, ne? Bewiesen. Die haben ja alles untersucht. Und dann hat diese Ginseng hat weltweit erste Qualität Ginseng. Und dort, die haben also ganz stolz, diese Stadt Ginseng. Deshalb auch so benannt. Ja. Nein, Kümmsan, hat, Kümmsan ist was anderen Name. Ja. Insam heißt das Ginseng. Ja. Ja. 한국에서는 금산 하면 인삼으로 인식을 하고 있고 인삼 하면 금산을 인삼으로 인식을 하고 있습니다. In Korea ist Kümmsan Stadt Insam. Ja. So. Okay. Und vom Ginseng? Wird doch nur die Wurzel verwendet oder werden auch die Blätter und die Blüten verwendet? Also das Oberirdische. Bulimann sagen wir mal, ne? Bulimann? 지금 현재는 주로 뿌리만 씁니다.
입하고 뭐 꽃처럼 하는 옛날에는 좀 했는데 지금은 안 쓰고 뭐 꽃으로 이렇게 활용하는 경우들이 이렇게 많지는 않아요. 합작적으로 구워져. 구워져. 그 다음에 이제 그 화장품에 어울려는 그 인삼 아까 거의 좀 빨간 딸이 있죠. 그거로 이제 화장품 어울려는 쓰고 있고. 그 꽃에 대한 맛 아까 코스메틱. 인삼 코스메틱, also wird das viel benutzt. Es gibt das Shampoo, es gibt das also, ne? Also allen Bereichen, also wird das benutzt, diese rote Öl. Aber hauptsächlich die Kinder habt ihr nach 6 Jahren muss man ernten, nach 6 Jahren. Und 6 Jugendjahren ist ja Kinder, gell? Ja, 6 Jahre. Dann ist es, also, die Säge Chibo품들의 인삼을 세계 시장으로 많이 내보내려고 노력을 하고 있어요. Ja, und Herr Kabalier möchte gerne angefangen Dosten. So. Natürlich eine schöne Beziehung, wenn man erstanden hat, dann will er weiter, also diese gesunde, also das Ware, muss weiter nach Deutschland natürlich hier erstmal anfangen und weltweit, also es gibt es überall schon bekannt, aber gerade so Grünland sehen, weil das also sehr Qualität sehr gut ist und möchte ihn also natürlich also hier anfangen und weiter. 우리 금산에서는 또 해마다 인삼 축제를 개최하고 있는데. 대한민국 축제 평가에서 티오스 축제를 5년 연속을 했어요. 예레시아 막내 예스터스 쨍쨍 쨍쨍 페스티벌 페스티벌 예레시아 und 5 Jahre das immer erste Platz 한국을 대표하는 축제라고 얘기해요. Korea die erste Festival Platz erste 외국인들이 축제장에 와서 인삼 이렇게 캐고 즐기는 모습이라고. Die haben natürlich die Ausländer besucht und dann war begeistert und diese Wurzel, also haben die mitgenommen oder sonst was, ne? 작년까지는 그냥 그 국내 축제로만 개최를 했는데 올해는 그 타이틀을 세계 인삼 축제로 발전시킬 예정이라고. Die haben bis jetzt nur in Korea diese Festival also geführt, aber jetzt möchten die weltweit, also angenommen, also Oktober in Dosten oder nächstes Jahr woanders, Berlin oder sonst was. Also so ein bisschen mehr, also nach außen. Ja, ja, ja. 제가 듣기는 우리 그 시장님께서 곧 결혼하신 것을 들었는데 결혼하셔서 신혼여행제로 이렇게 아름답고 건강을 선물할 수 있는 금산으로 오셨으면 참 좋겠습니다. Gouverneur hat gehört, dass sie heiraten. So, und heiraten. Die Reise soll Kumsan kommen. Ah, die Hochzeitsreise. Hochzeitsreise. Und dann kann er natürlich Kinsen, also ohne ja. Ende, ja. präsentieren. 그래서 오늘 선물도 그 결혼 축하제로 그 인삼들을 가져왔습니다. 아, 가져왔습니다. 네, er hat voraus yeah. Hochzeitsgeschenk. Also Schnaps. Sehr schön. Das ist also, gute Idee, ne? Noch ein gute Wahnsinn. Idee. Okay. Auf jeden Fall. Gute Idee. Danke sehr. Das kommt noch. Lebensklasse. 자, 이게 결혼 선물로서는 굉장히 좋을 걸로 보는 게 이렇게 멋진 사나이한테 에너지를 줄 수 있는 인삼이 잘 어울릴 것 같아요. 나 몇 대 natürlich also sehr viel Energie. Ja. Für ihn. Die braucht man auch. Sage ich Pirate. Danke sehr.
Haben Sie schon mal Ginseng-Tee oder so? Ginseng-Tee tatsächlich schon, Ginseng-Schnaps noch nicht. Echt? Nee, ja, Ginseng-Tee haben schon. Wir haben ja 6. Mai, ja. Glühbirne haben wir 70 Jahre Jubiläum, haben Sie ja schon gehört. Ja. Und da wird das aber gewonnen, ja, da, also präsentieren, ja. Ginseng-Tee etc. Also wollen wir auch für uns. Gerne Zuckerpartie, kann die nicht was umgesetzt. Wenn Sie heiraten, den Tag, können Sie die Gäste anbieten. Die Gäste damit. Aber das ist ja für wertvoll. Könnt ihr mal schätzen? Nein, die engeren Gäste.결혼식에 축하하는 파티를 열을 거 아니에요. 그 besonderen Gäste. Sollte, also. Bitte, sondern wir hatten Cheers. Dankeschön. Danke sehr. Ja, das ist auch ein Schnaps. Wir nennen den Dorstner Wildwasser. Kommt aus der Lippe, aus unserem Fluss. Nein, natürlich nicht, aber wir tun so, als würde er daherkommen. Das ist ein Kräuterschnaps, der auch hierher kommt, mit ganz vielen verschiedenen Kräutern. Kobusul. Und den kann man dreifach anwenden. Den kann man trinken. Den kann man, wenn einem die Muskeln wehtun, zum Einreiben nehmen. Und weil der so gut riecht, kann man sich hier auch noch als Parfüm hinter die Ohren spielen. Was? Dann für den Ginseng-Tee morgens eine Tasse, damit Sie dann morgen schon an Dorsten denken können mit unserem Stadtwappen. Da ist unser Stadtwappen. Thank you very much. Vielen Oh, thank you very much. Black ginseng and the red ginseng. Ah, thank you very much. How do you feel? Thank you very much. Der Bürgermeister, der Schwarze, der heißt Louis, 81 Jahre. 81? 81 Jahre hat eine bestimmte Bedeutung. Ja. Das ist Gesundheit. Oh. 81 Jahre heißt das Gesundheit das Beste. Ja. Und die andere, die Frau, heißt das Lucy. 47, diese Zahl, also Gesundheit und Glück. Da müssen Sie alle beide immer so stehen, auf dem Schreibtisch, und dann können Sie langes Leben und Gesundheit und Glück. Dankeschön. Okay. Das ist ja gut, dass ich 1981 geboren bin. Ah, ich hatte das. Thank you very much. Auch sehr gut.
Vielen Dank. Extra. Bitte schön. Bis jetzt haben wir immer viel Medizin verwendet, einen Bereich. Ne? Und jetzt ist das so, die haben auch Gedanken gemacht, warum nur Medizin, sondern also alltägliches Leben wollen wir auch mit Esskultur. Also haben wir also wirklich sehr viel weiter, also haben wir was gemacht. Das ist Essen, ne? Also so Mittagessen oder Abendessen. So haben wir, also da ist Ginseng drin und alles wertvolle, also Material, damit zusammen. Es ist ja nur eine medizinische Luft, ja, also kann man ja Tabletten einfach durchschlucken. Aber diese Essen zum Beispiel, diese Kultur ist ja natürlich also viel, viel wertvoller. Ne? Ja. Also alltäglich, wenn man so essen kann. Ne? 2000년도에 서울에서 아시아 26개 정상이 모인 아셈이 있었어요. 그래서 제가 제안을 해서 그때 그 26개국 정상들을 위한 대통령의 그 공식 리셉션에 인삼을 테마로 하는 궁중 요리가 채택이 됐어요. Ja, also in der Zeit, G26, hat er empfohlen, dieses Ginseng über dieses Thema überhaupt entstanden hat und dann weiterentwickelt hat. Das ist auch ein Ginseng, das ist auch ein Ginseng, das ist auch ein Ginseng. Die haben wirklich also Gedanken gemacht, zur Zeit, es gibt so einen Bereich, vieles also Produkte wirklich also nicht Natur ist, ne? Also von, ich meine, wer mögt denn nicht Bio? Mhm. Aber die haben wirklich also so ein, dieses, zum Beispiel seine Firma hat einen besonderen Ginseng produziert, nicht nur also Medizin, sondern solche Bereich herstellen, Esskultur mehr, also ne? Und der Ginseng, der produziert wird, ist grundsätzlich Bio-Ginseng oder? Also das ist ja organisch. Also, ja. Da gibt es keine also, Chemie rein. Also es wird kein Pflanzenschutzmittel oder so? Nein. Okay. Nein. Und so Moosebun, Hanguge, Chantan, Nori, Nomage. Original, also koreanische Musikgruppe. Original. Das Hanguge, so, Nori, Kumsani, Nomage, Kajang, Hotan. Diese Stadt hat natürlich diese Gruppe, die erste, also Preis gewinnen die immer und muss ja wohl also sehr gut führen. 15 haben wir. 15, okay. Ja. Also natürlich, die Stadt ist ja nicht klein, aber ja. Ne, kulturmäßig. Habt ihr schon mal gesehen? Oh, wir haben nicht vorgeführt letztes Jahr. Doch, ein bisschen, aber nicht. Also, da nein, ich, ne? Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe in Münster studiert. Und in Münster habe ich mal auf dem Domplatz, also vor dem Münsteraner Dom, eine koreanische Gruppe gesehen. Echt? Die sah ähnlich aus, also hatte auch so. Ja. Aber dieses Mal auch, sechste Punkte, kommt die von einer anderen Gruppe auch. Ah, okay. Von einer anderen Stadt. Ich mache es so, dann schicke ich. Ja, Ihnen, sehr gerne. Okay. Sehr gerne, ja. Besprochen. Sie haben leider also keine Zeit, das sechste. Ja, sechste, leider. Ne? Genau. Okay. Von dem Tag leider schon. Das war etwas zu kurzfristig, ja, aber wenn der Termin im nächsten Jahr feststeht. Alles gut, alles gut. Okay. Hat denn die Stadt auch mehrere Dörfer? Also ist sie
ich habe gesehen, sie hat 577.000 Bewohner? Nee, 577.200 Quadratkilometer. Ja. Das ist ja riesengroß. Square kilometers. Yeah. Oh, okay. Yeah. And the population is 50,000. Yes. Mm-hmm. And you have got a town and villages, small villages around the town. Yeah. Yes. 하나의 읍이 이제 중심적인 그. 몇 개 읍이 있는데? 읍은 하나고 면이라고 해서 이제 시골이 아홉 개가 있어요. 이게 열 개 지역인데. 9. 지금 마지막 화면은 좀 보시라 올 봄에. Das ist jetzt diese Frühlingszeit. Yes. Hier Kirschbaum. Ah. Und die Sandbadkuschigotnja. In Korea hatte die Berge alles so. Ja. So zeigt der kalte Zeit, ne? So sieht das aus. 보면은 이렇게 아름다운 꽃이 자연의 꽃을 심은 게 아니고. Natur. Natur. 여기서 이제 산벚꽃 축제를 했습니다. 올 4월 달에. 아, 오케이. Die machen auch also Kirschblütenäste Dann wird bestimmt die Stadt auch als Tourismusort geschätzt. Ja, natürlich. Ja. Und die machen aber im Oktober, ne? Oktober. Es ist natürlich wegen Kulturpflege, die machen im Frühjahr also Kirschblütenfest. Ja. Also Herbst machen wir Ginsengfest. 이렇게 이제 금산은 아름다운 자연과 그 하늘성들 금산 인삼 그다음에 그 신명의 민속 농합을 갖고 있는 아주 유서 깊은 고장입니다. Er meint also Gottes Geschenk nach dem Ginseng und Gümsan hat also wunderschöne Stadt und er möchte natürlich auch weiter entwickeln und wenn man mit Dorsten, wenn man weiter entwickelt und wird er sich 이제 이런 지역의 자원을 가지고 이제 그 세계를 향한 도전을 하고 있습니다. 금산 hatte wunderschöne, also es allen der Reich, ne? Auch das Berge und das Kultur und so weiter und das möchte gerne weltweit jetzt also. 근데 이런 차원에서 우리가 그 도스텐 씨를 방문한 게 굉장히 그 뜻깊게 생각합니다. Erste Mal Burg Dorsten Besuch, das ist eine sehr, also gute, schöne Erinnerung und möchte gerne weiterentwickeln. Dorsten 씨로부터 몇 가지 배우고 협력을 하고 싶은 사항이 있는데요. Möchte gerne von Dorsten Stadt also etwas lernen. 첫 번째로 이 Dorsten 씨가 Dorsten 씨죠? 네. 자전거 프로그램이 굉장히 발전했다고 들었어요. Er hat gehört durch Internet Fahrradwege. Ich habe noch nicht gesehen, aber es ist allgemein überall Deutschland ist Fahrradwege ist gut. Aber er hat auch schon gesehen oder gelesen, dass diese Fahrradwege, wie das also wie man beste entwickeln kann, das möchte er gerne von ihm, wenn man weiterentwickelt hat. 우리 금산에도 리페강처럼 아름다운 금강이 있고 아름다운 산이 있거든요. 이걸 활용해서 우리도 도스텐처럼 정말 좋은 자전거 프로그램을 개발하고 싶은데 이런 차원에서 좀 많은 협력을 부탁드리겠습니다. Dorsten hat ja, wie gesagt, solche Berge und auch natürlich, also wie man so Power oder diese Wege, Naturwege gibt es. Wunderschön. Aber diese Stadt, wie man die Dorsten, diese Fahrrad entwickeln kann, möchte gerne also von ihm Rad holen, etc. Also, ich würde, das ist eine wunderschöne, gute Idee, ne? Also auf jeden Fall. Ja. Und kann man ja besichtigen und dann kann man entwickeln, helfen von ihm aus.
Also erstmal vielen, vielen Dank für den Besuch und ich kann jetzt schon zusichern, ich würde mit verschiedenen Unternehmern in Dorsten sprechen, die auch schon in dem Bereich Medizin oder in dem Bereich Ernährung, in dem Bereich Essen tätig sind. Ob sie sich vorstellen können, den Bereich Ginseng quasi in ihr Programm aufzunehmen. Das ist das eine Versprechen, was ich jetzt schon mal geben kann. Da werde ich mich mit verschiedenen Unternehmen in Verbindung setzen und würde dann auch eine direkte Rückmeldung geben. Ja, genau. Ja. Dann würde ich sie auch mit anderen verfolgen, genau. Das ist in Ordnung. Ja. Und ich denke, da wird sich sicherlich ein Kooperationspartner finden. Ja. Okay. Wenn er sich nicht in Dorsten finden lassen sollte. Ja. Wir kooperieren ja auch mit unseren Nachbarstädten und manchmal ist es so, dass in der Nachbarstadt eben ein Unternehmen ist, was da einfach mehr Bezug zu hat, weil die schon Naturprodukte anbieten. Die bringen vielleicht schon Kurkuma oder Ingwer oder was. Da wird ja Ginseng auch noch gut in so einem. So, dann würden wir natürlich auch noch mal den zweiten Schritt wählen und noch mal in die Nachbarstädte fragen. Ja. Sag ich es Ihnen gerade genannt, ihr geht. Sag ich es Ihnen gerade genannt,될 것 같은데, MOU 그런 게 될 것 같은데, 만약에 이제 안 되더라도, 옆 시가 지금 쿠쿠마나 뭐 그 저기 뭐 생강이나 이런 것도 지금 다 이렇게 하고 있거든요. 그러니까 그런 거를 생각해서 지금 전문가를 이용해서 이 그 메디친이나 그 쿠토 음식 문화도 다 얘기를 해가지고 자기가 연구를 하겠대요. 연구를 해서 전문가를 통해서 이제 얘기를 듣고 자기가 깊이 생각해서 이제 우리한테 다시 연락을 하겠다고. 아주 좋은 인상을 받았다고. 오케이. 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 Ja. Also es ist hier natürlich, das hat auch was damit zu tun, in Deutschland wird natürlich in den Regionen sehr viel Rad gefahren, wo es sehr flach ist, wo es dann hügeliger wird, ist es schon nicht mehr so, aber das nimmt inzwischen auch in diesen Bereichen immer mehr zu, weil es ja inzwischen E-Fahrräder gibt, also mit Elektroantrieb und da kann man natürlich auch gut inzwischen Berg und Tal fahren. Ja, genau. Ja. 채팅하면서 인구도 줄고 지역경제가 굉장히 어려웠었는데 종합 쇼핑센터를 만들면서 지금 활력을 찾고 발전해 가고 있다고 그랬잖아요. 우리 금산 역시 인구가 제일 많았을 때 13만 했었어요. 그러니까 지금 이제 5만으로 이렇게 그 줄어들었는데 우리도 좀 지역을 재생시키기 위해서 노력을 많이 하고 있거든요. 그래서 이제 그 이 도스텐 씨가 다시 활력을 찾아가는 그런 과정에 대해서 이렇게 공부를 하고 싶습니다. Sie haben auch gesagt, wie also das Berg, dieses, wie heißt das? Bergbau. Ja, es geschlossen hat. Und seitdem ist erstmal also der Bergbau auch runtergegangen ist. Und genauso war das auch in Sand auch. Ja. Und das war erstmal war 130.000 Ah, ich habe doch damals so vor dem Plan Einkaufszentrum, das wir damals gesprochen haben, alte Rathau, da habe ich erzählt. Und dann habe ich jetzt fertig. Dann viele Leute sind wieder zurück. Ja, habe ich so erzählt. Deswegen hat der. Aber wir möchten gerne, also so, es gibt es Ginseng-Schnaps, es ist Tee, aber andere Variationen gibt es ja. Und im Kaufhaus. Extra Korn, ne, zu Platz. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass alles Export, Import, Export und das mit der Kerne einmal. Also erstmal Probezeit natürlich, wenn man, das ist jetzt ein bisschen Kostenfrage, aber für Menschheit, also das ist, jeder will Gesundheit so
beibehalten. Ja. Es wäre also Würfeldosen statt wäre Ideen, ja. überhaupt so was in der Ecke zu haben. Ja. Vielleicht die Menschen, die wissen ja gar nicht. Die haben noch nie Ginseng-Tee getrunken oder sonst was. Ja, ja. Es wäre ja wunderschön, dass es erste Dosen, also solche Ecke gibt. Ein wenig dank Corona, zumindest in Deutschland, waren Videokonferenzen vorher sehr selten. Ja. Aber dank Corona gibt es jetzt ja die Möglichkeit der Videokonferenzen. Ja. Und ich glaube, die Zeitverschiebung, die müsste wahrscheinlich so 8 Stunden sein. Acht Stunden. Genau. Wenn wir dann quasi morgens anfangen zu arbeiten, ja, genau. dann haben Sie den Arbeitstag fast hinter sich ja, genau. und dann könnten wir, glaube ich, ganz gut eine Videokonferenz vereinbaren, dass wir hier vormittags haben genau. und dann bei Ihnen der späte Nachmittag ist oder der Nachmittag ist. Und dann sollten wir uns vielleicht mal so in 2 oder 3 Monaten, wenn ich die ersten Gespräche geführt habe, austauschen. Und dann würde ich mich bei Ihnen melden mit einem Terminvorschlag oder mit 2 oder 3 Terminvorschlägen. Ja, 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 ja. Ich denke, dann werden wir da eine Möglichkeit finden. Ah, ja. Zeigen Sie mal, wir haben so ein Eindruck zu der, in denen Corona gönnersnika, Jumbo, ich nehme an, Zoom ist auch bei Ihnen. Zoom. Ah, bitte. Ja, okay. Also IT, beste, ne? Wunderbar. Ja, ja es gibt ja eine unterschiedliche Systeme der Videokonferenz, aber Zoom ist, glaube ich, bei allen auf der Welt verbreitet. Kein Problem. Ja. Und da gibt es auch Übersetzer und so. Ja. Aber natürlich von Englisch können Sie machen, also Sie können an Englisch, ne?우리 금산인상 축제를 개최한다고 그랬잖아요. 네. 뭐 노스천에도 축제가 있을 것 같은데 이런 축제가 축제 기간에 서로의 어떤 그 문화예술단을 좀 파견한다든지 하면서 축제 교류를 축제를 통해서 문화예술의 교류가 좀 이어졌으면 좋겠어요. 어, natürlich, das ist die beste Idee. Gibt es dort ein Stadtfest oder wann oder wie? Es ist immer im Juni, und zwar rund um den 1. Juni, weil wir am 1. Juni unsere Stadtrechte von Ihnen bekommen haben. Das ist immer das Wochenende nach, also im Regelfall das Wochenende nach dem 1. Juni. Manchmal nimmt man auch... Also grundsätzlich. Genau, genau. Immer jedes Jahr einmal. Das nennen wir Altstadtfest. Ansonsten haben wir ganz viele Stadtfeste. Also da kann ich mir auf jeden Fall etwas vorstellen. Ja, sehr gut. Ja. 아까 그 소개할 때 보니까 세계 여러 나라하고 이제 자매도시 관계를 맺고 있다고 하는데 우리도 좀 빠른 시간 내에 도스텐의 멋진 도시하고 자매관계를 맺었으면 좋겠어요. 자매관계를 맺고 좋은 인연을 더 키워갔으면 좋겠어요. Ich möchte gerne mit Dosen weiterentwickeln und wie jeder andere Länder auch, möchte gerne also das MMM erstellen und diese Kultur und allen Bereich von ihnen lernen natürlich und weiter, also natürlich, Sie können auch noch einmal Korea, ne? Also es wird auch gerne eingeladen. Die Hochzeitsfeier. Ja, ja. Let's be together and let's be friends. Gerne. Und da können Sie ja wirklich also Gedanken machen. Ja. Also sie wird also natürlich sehr gut von Ginseng. Ne? Also Weiterentwicklung helfen, dass wir auch diese Bevölkerung auch ganz gut. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich auf die Zusammenarbeit. Und ich werde mich auf jeden Fall melden. In circa 2 bis 3 Monaten, dann habe ich die ersten Gespräche geführt. Wunderbar. Vielleicht kann ich dann auch schon jemanden mitbringen in die Videokonferenz, der Interesse an einer Kooperation hat. Ja. Ansonsten würden wir dann den direkten Kontakt herstellen. Okay. Ich darf nochmal ganz herzlich Ihnen, lieber Professor Kang, für die Vermittlung Dankeschön sagen und wünsche Ihnen jetzt allen gleich noch gute Tage. Und Ihnen Roch, also ich wünsche generell gute Tage, aber insbesondere den Bürgermeister und den Gästen wünsche ich natürlich gute Tage hier in Deutschland. 네, 너무 좋고요. 아주 이게 그 발전되기를 자기도 원하고 계속 이렇게 했으면 좋겠다. 자기는 전문 인을 불러서 정말 그 생각하고 깊이 생각하고 연락을 주겠다. 그러면 그 마지막 바로 할게. 그 한국에서 모셨던 우리 그 박수혁 총장님이나 그다음에 우리 그 고창원 회장님이나 우리 강학용 회장님처럼 광부와 간호사들을 정말 따뜻하게 맞이해 주셨고 또
축구 선수의 차병근 선수가 독일에서 큰 사랑을 받았던 걸로 알고 있습니다. 왜 이분들이 독일에 좋은 친구가 됐었는데 이제 그런 차원에서 우리 금산 사람들과 금산 인삼이 도스텐 씨의 좋은 친구가 됐으면 좋겠습니다. Wie wir als Krankenschwestern Bergbauarbeiter wirklich 60 Jahre hier leben, also ich nicht so ganz 60 Jahre, aber okay,